Und sie steigen ein, fliegen mit den Vögeln fort, kommen nicht mehr heim. Und sie lassen hier alles zurück, auf der Suche für ein neues Daheim. Sie gehen heute noch auf und davon. Einfach auf und davon. Vom Berner Oberland in den spanischen Süden. Miriam Thomann und Urs Batzli erfüllen sich den Traum vom Leben auf einer Pferdefinca. Auf einer großen Farm im Westen Kanadas will Familie Ruckstuhl endlich ihr Glück finden. Mit 4 Tigern wagt Remo Müller das Abenteuer. Er wandert zu seiner Freundin Alexandra Tätz nach Deutschland aus. Sie bauen einen Tierpark. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Der Tiertransporter fährt im Walter Zoo in Gossau vor. Hier hat Remo Müller 11 Jahre lang als Tierpfleger und Koch gearbeitet. Heute wandert er aus. Im Gepäck seine 4 sibirischen Tiger. Sie gehen jetzt drehen und dann wird angehängt. Und dann fahren wir. Ja, ist jetzt gut für dich, dass es losgeht. Und wenn wir dann mal über den Zoll sind, dann ist auch alles schon mal gut, ja. Transporteur Kurt Heuer checkt, ob die Tiere munter und reisefertig sind. Nein. Die Tiger sind bereit. Nur der Auswanderer selber hat seinen Platz noch nicht gefunden. Jetzt fährt mein Tigertransporter vor. Ja, jetzt muss ich meine Tiger noch nachrennen. Ich hoffe, das geht nicht bis nach Deutschland. Man realisiert jetzt noch gar nicht. Aber ist schon, eben, ich meine, wenn du 11 Jahre irgendwo bist, das merkst du aber, glaube ich, erst nach 2-3 Wochen. Also ich habe das eigentlich relativ gut. Ich mache dann einfach und studiere nicht viel links und rechts. Und ich glaube, das ist im Moment auch gut. Remos Freundin Alexandra Tätz führt den Tiger-Konvoi an. Im Anhänger Trainingsutensilien für die Raubkatzen. In der letzten Folge von Auf und Davon meldete sich Remo Müller in der Schweiz ab. Nach Deutschland. Ah, okay, geht ins Ausland. Eine einfache Formalität. Tiger einpacken hingegen, das brauchte viel Geduld. Oh. Familie Ruckstuhl verabschiedete sich auf dem Bauernhof von den Eltern. So ist das Leben. Ja. Tochter Josephine, die mit einer schweren Stoffwechselkrankheit zur Welt kam, hatte ihre letzte Arztvisite in der Schweiz. Bravo! Bravo. Du bist nicht tapfer. Sieht super aus im Moment, bin sehr zufrieden. Miriam Thomann und Urs Batzli verabschiedeten sich von ihrem Schäferhund Lobo. Ich bin mein Baby. Während Miriam noch in der Schweiz zurückblieb, kam Urs bereits in der neuen Heimat in Andalusien an. Ah! Don Roberto! Der Tigerkonvoi konnte den Zoll ungehindert passieren. Noch sind sie gut 350 Kilometer vom Ziel entfernt. Keine Heimat mehr und noch kein neues Daheim. Im Moment ist alles noch unterwegs. Also ich denke, wenn die auch mal da sind, dann ist das schon etwas anderes. Dann sind wir auch angekommen. Und wenn wir vor allem mal ein paar Tage zusammen gelebt haben, bis jetzt ist es ja immer nur ein Kommen und ein Gehen, schnell rauf und alles kontrolliert und probiert zum Schaffen und dann geht wieder runter. Und es war immer ein Hin und ein Her. Wir können nach vorne fahren. 2 Jahre lang ist Remo zwischen dem deutschen Bell und der Schweiz gependelt. Nun bleibt er für immer da. Sein neues Zuhause ist ein stillgelegter Tierpark im Matsch. Wir werden ausladen und da okay, am besten mal schnell stoppen. Dann checken wir erstmal die Lage, dass was alles da. Dann steht ihr beide ja. Ja. Gut, jetzt im Moment müssen wir dann einfach schauen, dass nicht zu viel rum ist, sondern dass wirklich um Tier geht. Dann. Als erstes begrüßt ihn sein künftiger Schwiegervater. Hallo. Alles gut? Alles gut.
Eigentlich bräuchte Remo absolute Ruhe, aber es wimmelt von Schaulustigen. Willkommen im Well. Willkommen. Ihr seid alle wegen mir gekommen? Ja, hi. Sogar eine deutsche Fernsehstation filmt das Ereignis. Alles gut. Remo kontrolliert nochmal die Tigerstallung. Wir machen Kisten auf. Also, er wird angedockt dort. Dort werden sie hergekettet und mit Spannset hergemacht. Und nachher wird er dort reinladen. Und das Ziel wäre, dass er hinterher geht, damit die Nächsten wieder Platz haben, zum Nachrutschen. Dann. Das ist dreifach dann gesichert alles. Und jetzt kontrolliere ich aber alles nochmal und dann müssen auch alle Leute raus. Und dann fangen wir an. Es läuft gut, das Haus ist fertig, alles eingerichtet. Jetzt können wir es reinlassen. In Andalusien nächtigt Urs Batzli vorerst in einem der Gästezimmer der Pferdefinca. Allein. Seine Freundin Miriam arbeitet noch in der Schweiz. So, jetzt gehen wir gehen. Hengstenfutter und Misten. Nur raus. Das Leben auf der Pferdefinca ist voller Abenteuer, Abwechslung und Arbeit. 26 Hektar groß ist das gepachtete Anwesen. Von den 70 Pferden besitzt Urs über die Hälfte. Diese kennenzulernen, das ist nun seine große Aufgabe. Die anderen gehören seinem Geschäftspartner Robert Halter. Robert ist ein alter Pferdeflüsterer und mit den edlen Andalusiern bestens vertraut. Du gehst vor ihm. Du gehst dort an die Kette. Und hängst die Kette ein. Und dann nimmst du sie weg. Okay. Dann kommt ein Kübel Kraftfutter rüber. Langsam muss Urs das Vertrauen der Pferde gewinnen. Der Bauernbub ist zwar mit Tieren groß geworden, doch Erfahrung mit feurigen Rassepferden hat er noch keine. Der Robert arbeitet jetzt seit dem 1. Januar hier mit dem Pferd. Er kennt natürlich das Pferd, darum ist es jetzt wichtig. Es bin ein bisschen Stift, ein bisschen sein Lehrling, oder schon richtig so. 6 Monate ist es her, dass die beiden die Pferdefinca Los Angeles besichtigt haben. Die Begeisterung war groß und der Besitzer der Finca war schnell bereit, den Hof den beiden zu verpachten. Nur eine Bedingung stellte er. Urs müsse die Zuchtpferde kaufen. Ich habe die Pferde schon gesehen bei der Besichtigung, aber ich habe sie speziell angeschaut. Und dann habe ich zuerst habe ich das Mimi neben rausgenommen und gesagt, Mimi, es gibt eine komplette Lebensänderung, aber es ist unser Traum. Ja, und er hat innerhalb 10 Minuten 40 Pferde gekauft. Einfach so. Das war meine erste Bauchentscheidung in meinem Leben. Ich bin schon sehr berechnend. Urs hatte damals keine Zeit, Zuchtpapiere und jedes einzelne Pferd zu überprüfen. Mit Hilfe eines Feriengastes checkt er nun, ob die implantierten Chips mit der Zuchtliste übereinstimmen. Hast du ihn schon? Mhm. Nummer. Moment. Wo ist er? Relicario. Okay. 981 00 75 83 95. 10 07 58 395. Stimmt. Okay. Sein damaliges Bauchgefühl bestätigt sich. Alles hat seine Richtigkeit. Gut. Nummer 1. Erfasst. Geschäftspartner Robert Halter hatte jahrelang einen kleinen Reithof geführt. Auf jenem Hof lernten sich die beiden kennen. Sie freundeten sich an und beschlossen, gemeinsam einen Reitbetrieb zu übernehmen. Mit der Pferdefinca Los Angeles ist dieser Traum in Erfüllung gegangen. Noch ist die Reitschule das wichtigste Standbein des Betriebes. Um aber rentabel zu sein, müssen sie Pferde verkaufen. Ein Profi trainiert die Zuchttiere täglich.
Spanien ein Pferd verkaufen, hat keinen Sinn. Das ist der Pferdemarkt in Spanien ist absolut am Boden. Aus wirtschaftlichen Gründen müssen wir Pferd verkaufen. Weil es frisst einfach. 80 Pferde fressen. Und dann, wenn man noch etwas weiter züchten kann, man plötzlich noch 3 Fohlen dazu. Und dann kommen noch 6 dazu. Und plötzlich hat man 100 Pferde. Und das geht nicht. Also wir müssen irgendwie einen Markt probieren zu eröffnen. Schweiz, Deutschland, Frankreich. Aber da muss man natürlich zuerst einmal die ganzen Exportkanäle muss man sich erarbeiten. Und also da müssen wir schon eine Strategie zurechtlegen. Zur Landung. Cassie Lowe holt Familie Ruckstuhl am Flughafen Calgary ab. Für die Farmbesitzerin hatten Alexandra und Markus bereits bei ihrer ersten Auswanderung gearbeitet. Mit Ruckstuhls angekommen ist Familienhund Gypsy und ihr ganzes Hab und Gut. Gerade mal 13 Gepäckstücke sind es. Sie fahren zurück an den Ort, den sie vor knapp 1,5 Jahren verlassen hatten, weil Töchterchen Josephine schwer krank war. Wirklich bewundernswert, dass ihr den Weg noch mal auf euch genommen habt. Ja, ich weiß nicht, ob wir mutig oder einfach nur dumm sind. Wahrscheinlich beides. Ich fühlte mich einfach nicht wohl in der Schweiz. Die Schweiz ist ja so klein. Selbst wenn du auf dem Land bist, bist du nicht wirklich auf dem Land. Unberührtes Land gibt es ja dort kaum. Familie Ruckstuhl zieht erneut in das Häuschen ein, das sie damals bewohnt hatte. Gell, Schatzeli, das ist jetzt eine lange Reise für dich, für uns alle. Umgerechnet 370 Franken im Monat bezahlen sie für die 90 Quadratmeter. Jetzt können wir. Look at our bed. Und Spazimmer. Spazimmer ist auch noch leer. Jetzt mögen sie einfach nicht mehr. Jetzt ist es fertig. Jetzt müssen wir Zivi-Decken installieren auf den Beton. Und dann könnt ihr hoffentlich ein bisschen schlöfeln. Und sich erholen von dieser Strapazen. Und morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Obel. Ha? Auch Vater Markus ist zufrieden. Zufrieden, weil er hier in Kanada den Kindern das bieten kann, was er sich in der Schweiz kaum hätte leisten können. Das könnt spielen von außen, Natur. Also so wie wir alle aufgewachsen sind, die Haie früher noch. Also im Bauernhof aufwachsen ist schon etwas vom Schönsten. Also finde ich, das ist schon etwas vom Schönsten. Etwas Einzigartiges. Remo ist mit wenig Gepäck ausgewandert. Doch sein Gepäck ist schwer. Die Kiste mit der 160 Kilo schweren Tigerin Rani wird als erste an der Öffnung zur Tigerstallung angebracht. Mit Spannriemen muss die Kiste festgezurrt werden. Die Tigerin könnte sonst die Box einfach wegschleudern. Raus. Ist aber mal gut da rein. Hey, Rani, hör jetzt auf. Rani.
Charlie. Hey. Hey, was ist los? Du metzelst doch normalerweise gar nicht. Schlaf du jetzt erstmal. Mach doch wieder zu. Du bist ja müde. Jetzt hör mal auf, du. Jetzt kommt Tiger Timur an die Reihe. Für das 250 Kilo schwere Männchen braucht es sogar einen Traktor. Remo ist erleichtert, dass Weibchen Rani sicher im Käfig ist. Auf Frauen ist Verlass. Auf Frauen ist Verlass. Also sie ist jetzt hinter und sie ist gerade in die letzte Box rein, wo Wasser und Stroh ist und alles. Und von dem her sehr gut. Also für jetzt haben wir wenigstens einen schon. Und ich hoffe, wenn er sieht nachher, dass sie drinnen ist, weil er findet sie super lässig, dass er eventuell geht. Das kann man schauen. Doch das Männchen Timur lässt sich Zeit. Am besten lassen wir ihn einfach einen Moment. Also ich glaube, das ist das Allerbeste. Licht aus und dann warten wir einen kleinen Moment. Um wirklich Ruhe zu haben, schickt Remo die Helfer weg und bleibt allein bei Timur. Beweg das Füßchen rum. Alles gut, Jan. Er ist jetzt müde und so ein bisschen hässig und er hat vor dir geschlafen, so gerne, aber ich komme jetzt einfach immer wieder kontrollieren, ob er rein ist oder nicht, weil er eigentlich lieber hat, dass er reingeht, als dass er jetzt hier in der Kiste übernachtet. Einzig Freundin Alexandra Tätz hat mit ihm aus. Remo ist bis jetzt die Ruhe weg, aber er hat generell sehr viel Geduld. Aber das braucht man, glaube ich, auch als Tigertrainer, wenn man mit denen arbeitet, dass man dann die Geduld aufbringen kann. Mitten in der Natur hat eine glückliche Familie die erste Nacht verbracht. Wie wir noch nie weg waren, länger. Ja. Ist brutal irgendwie. Also von außen schon. Dinnen merkt man es schon ein bisschen. Ja. Dinnen muss ich ja schon gründlich putzen, bevor ich mich ganz wohl fühle. Aber sonst ist es gut. Es ist wirklich, als wären wir gerne nicht weg gewesen. Sie hatten dieses kleine Paradies verlassen, als sie erfuhren, dass ihre Tochter an einer lebensbedrohlichen Stoffwechselkrankheit leidet. So ist es perfekt. Ja. Wir schauen raus und wir sehen keine Hütte. Wir sind aber in 10 Minuten bei den Läden, bei den Ärzten. Zur Behandlung der Kleinen kehrte die Familie in die Schweiz zurück. Diese Behandlung, eine Stammzellentransplantation, verlief erfolgreich. Und auch in Kanada wird Tochter Josephine weiter gut betreut werden. Josephines Krankheit hat das Leben der Eltern für immer verändert. Es gibt ein Leben vor der Diagnose und eins nach der Diagnose. Nein. Ja. Du schaust es nicht mehr gleich an. Ja, packen wir es an, gell? Ja, du. Jetzt geht's los. Los also. Die Sachen des Vormieters wegräumen. Dabei stoßen sie auf Altbekanntes. Ja, die sind noch fast voll. Super, dann hat es noch alles. Fleisch, Hackfleisch, ein Haufen. Ja, also da haben wir hier oben gemacht. Das ist schon noch für uns, wo eingelagert wurde. Das Fleisch haben wir vom Chef mal bekommen. Ein halbes Rind. Da muss man jetzt Metzger zahlen. Hundefutter. Der Hund braucht ja auch noch Fressen. Im Keller stoßen sie auf Dinge, die sie bei ihrer überstürzten Abreise zurücklassen mussten. Oh, aber schau noch mein Körbchen zum Gemüse holen. Jetzt hier. So geht die mal eingemacht, dass die Tomaten sauber. Gurken. Rande hat es auch noch. Yeah. Eben hier der Toaster. Ich glaube, wenn der nicht allzu staubig geworden ist, dann sollte der kommen. Wir haben den hier neu gekauft.
Das ist super. Der ist auf der Liste gestanden, die wir holen müssen. Cowboy-Boots sind auch noch da. Die haben wir auch nicht gekauft. 2008. Gesponnen. Oh, schau dir diese Lampe ruinieren. Es heißt, das Glück auf Erden liege auf dem Rücken der Pferde. Allein Urs fehlt noch etwas. Hey, Mimi Maus. Hallo, Schatz, wie geht's? Du fehlst ganz, ganz fest. Aber bald, Mimi, bald sind wir beide da. Und es ist wirklich. Es ist so, wie wir es angeschaut haben. Es ist noch viel schöner. Es ist ein absolutes Paradies. Viel Arbeit, weißt du, aber es ist traumhaft. Aber du fehlst ganz, ganz fest hier. Ich dich auch ganz fest lieb. Es tun sicher alle auch grüssen, gell? Tschüss, Schatz. Bis bald. Tschüss, Schatz. Ciao, ciao. Im Berner Oberland hat Freundin Miriam Thomann keine Zeit für lange Telefongespräche. Voilà. Sie wandern aus? Oui, exactement. Dann alles Gute. Merci beaucoup. Mein Freund und ich lassen uns in Andalusien nieder, zusammen mit 79 Pferden. D'accord. Au revoir, Madame. Merci. In der Boutique herrscht Hochbetrieb. Parfait. Voilà. Un petit peu long dans la longueur. Voilà. Il y aura peut-être un petit cadeau. Ah, cadeau! Peut-être. Ah, oui. En 2016, je vais dire que j'étais. Voilà, encore un, il vous en manque. Ah, il est en deuxième. Au revoir, bon après-midi. Bonne Pâques. Bye. Nur noch wenige Tage, dann läuft Miriam Thomanns Arbeitsvertrag aus. Und auch sie kann endlich nach Spanien auswandern. Also den Kopf habe ich nicht mehr, den Körper habe ich noch täglich. Wir tun mir gleich Mühe geben. Und wir konzentrieren, sie machen keine Fehler. Das ist schon so, ich bin total schon dort. Nein, ich freue mich sehr, sehr, sehr fest. Wie ein kleines Kind. Tiererlebnispark in Bell sind einzig und allein die Hunde schon munter. Mitten im Park wohnen Alexandra und Remo endlich zusammen. Nimm Jonah zu dir. Hey, Jonali. Na? Guten Morgen. Erst nach Mitternacht sprang der letzte Tiger in seine neue Stallung. Und die beiden konnten schlafen gehen. Oh, ziemlich kurze Nacht. Aber froh, dass alle drin sind und dass alles gut gegangen ist. Oh, Jona, du hast gut, du kannst hier in der Wärme bleiben. Oi. Yeah. Bleib. Tschüss. Remo und seine Tierpflegekollegin aus der Schweiz sind die einzigen, die in diesen ersten Tagen zu den Tigern hinein dürfen. Also, der ist es nicht. Sehr gut. Wir sind, glaube ich, alle ein bisschen übermüdet. Guten Morgen. Wenn Remo pustet, dann wissen die Tiger, dass alles in Ordnung ist. Wer ist da? Wer? Hi, Tiger. Hey, guten Morgen, Rani. Alles okay? Das Pfudeli ist da. Aufstehen langsam. Soweit alles gut. Er ist noch so ein bisschen misstrauisch, aber nicht aufgeregt oder so. Remo kennt seine Katzen. Sie brauchen viel Zeit und Ruhe, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Gut. Guter Bub, gell? Also, ich mache schnell zu, dass ich nur einen Moment mit ihnen noch allein habe, um ein bisschen Fleisch zu verteilen. Hi, Timi, guter Bub, gell?
Schon früh am Morgen, noch bevor sich die südspanische Hitze über die Reitfinker legt, wollen Urs und sein Geschäftspartner Robert klare Verhältnisse schaffen. Ich bin Chef vom Reitbetrieb. Du bist Chef der Zucht. Und irgendwann, ich bin nicht für stundenlang diskutieren. Ich tue das gerne mit allen ausdiskutieren. Irgendwann wird ein Entscheid getroffen. Und was im ritterlichen Bereich ist, triff ich den Entscheid und du musst dich fügen. Und im Zuchtbereich triffst du. Und dann muss ich einen schlucken. Und das hat man ein- oder zweimal abschlucken. Fertig. Aber sonst ist es eine Diskussion ohne Ende. Das ist mir zu blöd. Die Zeit ist mir zu blöd. Das ist schade für die Zeit. Ja. Bei dir weiss man haargenau, woran das man ist. Und was gibt es Ehrlicheres? Für das habe ich gar keine Angst. Dass wir nicht zusammen kommen zusammen. Gar keine. Überholt es nicht. Ja, eigentlich auch nicht. Wir machen aus dieser Sitzung keine Marathonsitzung. Nein, fertig. Jetzt danke. Kommt der schöne Teil wieder. Wo tun wir die auflegen? Wir tun sie beim Kamin. Nach langen Monaten gönnt sich Urs einen Ritt auf seinem Lieblingspferd Lancelot. Der Hengst war das allererste Pferd, das er gekauft hat. Und es ist das einzige, das ihm eigentlich bereits vertrauen sollte. Warte. Kalme. Komm ab. Schnuppen wir zuerst aus. Pferd merkt das. Ich hab's deiner noch gesagt. Jetzt passiert's. Es geht schon, aber du schnuffst durch. Das ist gut. Nein. Das tue ich schräg. Das hat es länger gut. Ob es geht? Kann das schon. Es ist natürlich Adrenalin pur, weil wenn man auf ihm sitzt, das merkst du, es vibriert alles drum. Es liegt an mir und nicht an ihm. In Kanada richtet sich die Familie Ruckstuhl erneut ein. Geht's überhaupt das Loch durch? Das irgendwie schon. Irgendwie hat das reingepackt. Das ist der einzige Weg da draußen. Das ist der größte Hastuch rum, nicht? Es ist ein bisschen schwer im Fall. Ist es? Das ist nicht da rein. Also, das geht nicht. Da geht unten nicht raus. Da kannst du nicht auseinandernehmen. Immer noch. Der muss da rein. Die haben sich da durchgewirkt. Wir sind ja noch nicht. Also, dann müssen wir es halt aufstellen. Bist du sicher? Gut, dann hätten wir draußen. Also. Altes muss raus, um neuem Platz zu machen. Josephine, nein. Mal. Sag nicht immer nein. Als erstes haben Alexandra und Markus ein kleines Sofa gekauft. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Boah. Gell, das ist ein bequemes, ne? Ja, ist ein höher als es, ja. Ist gut. Ich glaube, die Hosen sind nicht dreckig, ne? Nein, die sind frisch gewaschen. Ja. Keine Zeit für eine Pause. Und auch wenn ihr neues Zuhause nur gemietet ist. Ja, du kannst dort nicht mitfahren, Schatzeli. Aber kannst du zuschauen?
Ihren Garten dürfen Sie umpflügen, wie Sie wollen, und anbauen, was Sie wollen. Schauen wir mal, ob das geht. Im großen Stil eigenes Gemüse anzupflanzen, das war mit ein Grund, warum die Familie ausgewandert ist. Dass man einfach weiss, woher das Essen kommt. Und was. Weil unser Garten ist natürlich komplett organic. Also da ist gerne nichts gespritzt. Und wenn wir mal ein Jahr irgendwelche Viecher dran haben, dann gibt es halt mal etwas nicht. Ich würde sehr gerne im Herbst einmachen und so ein bisschen, sage ich mal, so ein kleines Eichhörnchen oder so, das auf den Winter seine Vorräte sammelt. Das habe ich schon immer gerne gemacht. Mit Kudung frisch von den Rindern vor der Haustür bereitet Markus das erste Gemüsebeet vor. Und die kleine Josephine lernt dabei so, wie alle Kinder lernen. Sie ahmt ihren Vater nach. So. Alexandra pflanzt Gemüsezwiebeln. Dass sie ihrer Arbeit ungestört nachgehen kann, das war nicht immer so. Es war halt schon so, dass Josephine sehr viel schlimmer war als andere Kinder. Oder also schlimmer, einfach viel gebrüllt hat. Und da hat man als Mutter irgendwie einfach gerne nicht mehr können. Und gerade auch zur Nacht, dann hat er mich entlastet, wenn er dann eben rum war. Zur Nacht ist er dann gegangen. Und das hat sich so ein bisschen so beibehalten, weil es halt bei uns schon noch ein bisschen krasser war als bei anderen. Hat er so, ja, mich unterstützt halt in wirklich jeder Hinsicht. Da bin ich auch sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Hallo. Nur noch leere Kisten erinnern im deutschen Bell an die große Tigerzüglette. Der Tierpark stammt aus den 70er Jahren. Als ihn Alexandra und Remo vor 2 Jahren kauften, begannen sie ihn umzubauen. Alle Tiere sollen ein neues Gehege bekommen. Ein ehrgeiziges Vorhaben. Nur wenige Wochen vor der Eröffnung liegt nämlich noch vieles im Matsch. Die Hundehalle ist bereits in Betrieb. Sie ist Alexandras Domäne. Hier trainiert sie ihre Haushunde. Prima. Winken, winken. Oh, jawohl, gut gemacht. Eine Meite. Oh, bist du eine Brave. Es war denn auch ein Hund, der die beiden vor 4 Jahren zusammengebracht hat. Vicky, Vicky. Ich mach erst alle an Platz. Bleib, bleib, bleib. Vicky, auch kleine Hunde müssen gehorchen. Sitz, bleib. Ja, wir haben uns ja dadurch kennengelernt, dass Remo sich einen Border Collie holen wollte. Und er hat eine Trainerin gesucht, die ihm dann hilft beim Frisbee-Spiel. Und ja, hat mich dann quasi kontaktiert, ob ich schauen kann, wo man einen Border Collie herkriegt, der zu ihm passen könnte, ihm Informationen geben kann. Ja, das war natürlich dann am Anfang der Mittelpunkt, unsere Hunde und das gemeinsame Training. Und daraus ist das Ganze dann entstanden. Sollen wir mal schauen, ob das noch geht, was wir geübt haben? Okay, Chiara, warte. Es war die Border Collie-Dame Chiara, die Alexandra Remo schließlich empfohlen hatte. Hopp, Vicky. Komm. Hopp, okay, fein, gut, gut. Gut gemacht. Bleib. Noch etwas langsam, aber gut. Chiara? Hast du auch geübt? Ja. Mit dem. Genau dasselbe gemacht. Im Ernst? Ja, sie kann's. Mach mal. Warte. Warte. Okay. Komm hier. Okay, aus. Durch. Da sind wir. Hup. Yeah. Hup. Zeit. Bleib. Jonah. Im Hausgang haben wir geübt, damals. Im Winter. Und sonst sind wir auf die Felder gefahren und haben irgendwo auf einer Wiese. Auch im Matsch trainiert. Weil die 6 Hunde hatten wir auch schon, als wir in der Schweiz waren. Wir haben ja eigentlich gar kein Haus gefunden oder zum Mieten oder Kaufen. Mit dir. Die 5 haben wir alle schon gehabt, oder? 6? 6? Alle die haben wir 6 haben wir alle schon gehabt. Du bist gerade dran. Und Spicy, dann. Können wir das mit mir machen? Und dann haben wir müssen irgendetwas unternehmen. Und vor allem, es war unmöglich, dass wir irgendwo zusammen auftreten, weil ich immer am Arbeiten war und sie auch. Und Wochenende. Und
Jetzt hätten wir die Möglichkeit. Jetzt müssen wir das ja nur noch üben. Ja, das kommt gut. Aber macht Spaß. Ja. Das ist genau das, was wir wollen. Zusammen sein und mit den Tieren und ein eigenes Gelände. Gell? Das ist cool. Das ist so cool. Kira? Bleib. Good girl, bleib! Komm hier! Im nordischen Städtchen Nenten ist Markus Ruckstuhl auf Einkaufstour. Dem Cowboy aus der Ostschweiz fehlt die richtige Arbeitskleidung. Das Cowboy-Country macht Männer erst zu richtigen Cowboys, zumindest äußerlich. Fast magisch zieht es Markus zu den Cowboy-Stiefeln. Stiefel sind seine kleine Leidenschaft. Zum Arbeiten habe ich die, die wir am Keller gefunden haben. Aber ich schaue auch mal gerne ein bisschen. Es gibt dann viele schöne Sachen. Und die Schuhe ist eh ein bisschen krank von mir. Das ist, ja, schöne und gute Schuhe, also gut vor allem. Die Schönheit ist mir nicht so wichtig, aber die Funktionalität. Ja, ja. Die Verlockung ist da. Doch der genügsame Schweizer probiert nur das, was er wirklich braucht. Ja, die Größe ist, glaube ich, ein bisschen gefragt, die ich habe. Sieht gerade so aus. 34, 32 da jetzt ein paar. Were you finding things okay? Yeah, I think so. Alright. I'm just gonna try some more. Yeah, for sure. The change rooms are just over there. Yeah. Yeah. How long do you need a hand? Yep. Ist schon günstiger als in der Schweiz. Jetzt eine Perlenhose kostet 35 Dollar. Ja, die Perlen passen gerade in die richtige Länge. Da. Selbst ein richtiger Cowboyhut kann Markus nicht zum Kauf verführen. Ja, ich muss fast gewöhnt sein, um den ganzen Tag einen Cowboyhut anzulegen. Aber ich lieber so ein Baseball-Cap, etwas. Also mit Sonnenschein ist es schon schön ein Cowboy, dann hast du ein bisschen mehr Schatten um den Kopf. Aber sonst, ja, wenn du nicht rausgehst, aber sonst, wenn du sonst schaffst, stehst du überall an. Musst halt, aber du musst fast geboren sein, dass du den ganzen Tag einen Cowboy anlegen kannst. Das ist wie ein Cowboy, das hängt nicht alltägen Hut an. Immerhin, als Willkommensgeschenk leistet sich der Swiss Cowboy eine neue Baseballkappe. Woche in Andalusien zieht Urs Batzli auf der Stutenweide ein erstes Fazit. Wenn man nur mit so wunderschönen Tieren wie jetzt überall da oben stehen, kannst du zusammen arbeiten. Also das ist von mir aus gesehen Lebensqualität. Das ist, boah, Hühnerhaut. Pur. Wenn jetzt Mimi noch mal definitiv da ist, dann ist alles perfekt. Das ist alles absolut perfekt. Urs, gut entscheiden. Ja, wer haben wir denn da? Ehrlich? In Gstaad hat Miriam einen hektischen Tag hinter sich. So viel Selbstvertrauen und Zuversicht wie Urs hat Miriam nicht immer. Wenn sie allein ist, beschleichen sie manchmal Ängste. Sie, die leidenschaftliche Köchin, wird in Spanien mitverantwortlich für die große Finca-Küche sein. Ja, ein bisschen zu wenig Vertrauen in mich. Und bis so viele Leute kochen, das ist etwas ganz anderes als nur für zwei Leute oder vier. Ich bin da für das Leben, he? Und sehen wir es dann. Wie das kommt. Das ist schon die grösste Angst. Ich koche sie.
Auswandern heißt, neues Terrain zu betreten. Oft auch, sich selber völlig neu zu erfinden. Wir haben die Chance bekommen, das zu machen. Und das ist ja, wir haben beide gerne Tiere, auch Ross noch mehr. Und das ist, glaube ich, für uns wirklich gerade im guten Moment die grösste Chance von unserem Leben. Trotz manchmal mulmigem Gefühl, Miriam will die Chance packen. In der nächsten Folge von Auf und Davon steht der Schweizer Cowboy vor seiner ersten großen Aufgabe. Ja, Technik, gell, Technik. So geht's nicht mehr. Tochter Josephine hat ihre erste Untersuchung im Spital. We can do this, Jojo. In Bell hat Remo Geburtstag. Alexandra überrascht ihn mit einem Geschenk. Ist das mein Geburtstagsgeschenk? Sieht fast so aus, gell? Aha. Was ist das? Seine Tiger betreten zum ersten Mal die Arena. Auch Miriam ist in Spanien angekommen. Es bahnt sich ein erster Konflikt an. Ich will, dass du da bist. Und Miriam bereitet Stute Luna für den Verkauf vor. Du siehst die gerne Flüge, Flüge mit der Vergunft, träumen nicht mehr. Das kann jetzt Stunden dauern. Aber es ist gut für die Fitness. Sie gehört noch.